Hi, in diesem Video möchte ich über meine Matching-Phase sprechen und über meine letztendliche Gastfamilie. Also ich möchte euch so ein bisschen erzählen, was es für Probleme gab, wie das alles abgelaufen ist und wie meine jetzige Gastfamilie aussieht. Viel Spaß! Bei mir war das so ein bisschen anders als bei anderen Au-pairs vielleicht. Ich war von Anfang an eigentlich bei IFS und bin dann aber nach einer Zeit dann auch zu Au-pair-Care gewechselt. Das heißt, ich hatte quasi zwei Agenturen, bei denen ich war. Ich fange aber jetzt einfach mal mit IFS an, weil ich da zuerst freigeschaltet war und weil das ja eigentlich auch meine Agentur war, mit der ich ausreisen wollte. Ich wurde bei IFS freigeschaltet am 6.7. dieses Jahr und eigentlich war ich als Educare freigeschaltet. Das heißt, falls ihr das Educare-Programm nicht kennt, man geht auch als Au-pair in die USA, aber man arbeitet maximal 30 Stunden die Woche und muss dafür 12 Credits am College sammeln. Das heißt, man hat eben weniger Zeit mit den Kindern und der Fokus liegt mehr auf der Education, also auf College-Kursen und so weiter. Das war eigentlich das Programm, was ich gerne machen wollte. Dann habe ich aber relativ viel mit meiner IFS-Beraterin auch gesprochen und die hat mir eben gesagt, dass es wenige Familien gibt, die bei Educare teilnehmen. Gerade in Kalifornien und in den Weststaaten sind viele Familien nicht so in diesem Programm drin, weil das Programm gar nicht verfügbar ist. Das heißt, ich hatte nach 10 Tagen immer noch keinen einzigen Familienvorschlag und mir wurde dann eben empfohlen, zu dem normalen Au-pair-Programm zu wechseln, gerade auch wegen Corona. Also bin ich am 16.07. dann zu dem normalen Au-pair-Programm bei IFS gewechselt. Dann hat sich immer noch nichts getan. Ja, und dann hatte ich aber am 27.07. meinen ersten Gastfamilienvorschlag. Die Familie kommt aus Dover, Massachusetts, besteht aus einer Gastmutter, einem Gastvater und zwei Jungs, die sind 7 und 4, sowie einem Hund. Der Host-Dad ist ein Stay-at-Home-Dad und die Jungs sind in Preschool bzw. in der Schule, ganz normal. Und mit denen habe ich dann auch geskypt. Das war mein erstes Skype-Gespräch, das heißt, ich war dementsprechend aufgeregt. Ich habe mich sehr gut vorbereitet und habe mir ganz viele Fragen aufgeschrieben. Und dann kam die Gastmutter erstmal 15 Minuten zu spät, weil sie noch mit dem Hund draußen war und Track of Time verloren hat. Das war schon so ein Punkt, wo ich mir so dachte, schwierig. Auf jeden Fall habe ich dann mit der Gastmutter gesprochen und dann kam auch noch der Host-Dad dazu. Und die waren total lieb, beide. Ich habe mich auch gut mit denen verstanden. Aber es war irgendwie so, dass sie einfach einen sehr krassen Monolog gehalten haben. Also ich konnte meine Fragen eigentlich nicht so wirklich stellen, sondern sie haben mir eigentlich nur erzählt, was es alles für tolle Sachen gibt. Um dann in einem Nebensatz zu erwähnen, dass einer der Jungs ADHD hat, was zwar gut gewesen wäre für das Visum, aber ich habe leider auch einfach keine Erfahrung mit Kindern, die ADHD haben. Die Familie hat mir dann auch relativ bald nach dem ersten Gespräch abgesagt, weil sie sich dann für ein Au-pair im Inland entschieden haben, weil sie sich nicht sicher waren, ob sie sich für das NAI qualifizieren. Und ich hätte mich jetzt auch nicht unbedingt für die Familie entschieden. Jetzt war es so, es ging immer mehr Zeit ins Land und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt irgendwas tun. Und dann habe ich mich bei Au-pair-Care noch angemeldet und habe meine Kurzbewerbung abgeschickt. Ich war auch total überrascht, weil bei IFS hat es alles bei mir persönlich relativ lange gedauert und bei Au-pair-Care wurde ich sofort irgendwie aufgenommen und es ging sofort darum, okay, wie kriegen wir dich möglichst schnell ins Ausland? Das fand ich wirklich total super. Da wurde so auf mich zugegangen und ich habe wirklich ganz, ganz viel Hilfe bekommen auch und wurde dann letztendlich am 12.8. freigeschalten. Dann war ich also freigeschalten und dachte mir, okay, bei IFS hat es jetzt alles ziemlich lange gedauert. Ich denke mal, es wird jetzt auch noch lange dauern. Falsch gedacht. Am nächsten Tag hatte ich meinen ersten Gastfamilienvorschlag. Am 13.8., am Freitag den 13. Ja, das war eine Familie, die kommt aus Hopewell Junction, New York. Und die besteht aus einer Host-Mom, einem Host-Dad, zwei Jungs, die sind 12 und 10 und einem 5-jährigen Mädchen. Die Eltern sind eine Nurse und Business Owner und mit der Familie habe ich leider nicht geskypt, weil die sich bei mir gar nicht gemeldet haben. Also ich habe eine E-Mail geschrieben und habe dann auch noch eine zweite geschrieben, ob sie noch Interesse haben und dann kam dann gar nichts zurück und dann dachte ich mir, okay, dann nicht. Mein zweiter Gastfamilienvorschlag bei Au-pair-Care und mein dritter insgesamt war dann eine Familie aus Redmond, Washington. Die Familie besteht aus einer Host-Mom, einem Host-Dad, einem 11-jährigen Jungen, einem 10-jährigen Mädchen und einem 2,5-jährigen Jungen. Mit der Familie habe ich mich auch wirklich gut verstanden. Wir haben geskypt und es hat einfach total gut gevibed und ich war echt happy.
Letztendlich hat mir die Familie aber leider auch abgesagt, weil sie sich entschieden haben, generell mit dem Au-pair ranholen noch zu warten. Sie haben mir aber auch gesagt, dass wenn ich in ein paar Monaten immer noch keine Familie habe, ich mich gerne bei ihnen melden kann. Das fand ich total süß, aber ich war trotzdem ganz schön sad, als sie mir abgesagt haben. Der Vorschlag kam übrigens am 28. Ein dritter bzw. vierter Gastfamilienvorschlag kam aus Sunnyvale, California. Die Familie besteht aus einer Host-Mom, einem Host-Dad und einem fast dreijährigen Jungen. Da habe ich mit dem Vater geskypt und ich habe mich auch wirklich gut mit ihm verstanden. Ich hätte wirklich wenig arbeiten müssen nur. Also die Familie braucht eigentlich kein Au-pair. Aber sie finden das Programm halt toll und ich hätte dann eben nur so 2-3 Stunden morgens und vielleicht dann noch eine Stunde nachmittags arbeiten müssen. Das fand ich an sich mega cool, weil ich dann natürlich super viel Zeit hätte und das ist Kalifornien. Aber irgendwie hat es sich halt nicht so richtig angefühlt. Und ich glaube, mir wäre dann auch ein bisschen langweilig geworden, weil ich doch eigentlich so einen busy Tagesablauf brauche. Und den hätte ich halt absolut nicht gehabt. Deswegen war ich schon positiv eingestellt der Familie gegenüber, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, mit euch will ich sofort matchen. Zumal ich eben die Gastmutter noch gar nicht kennengelernt hatte. Mit dem Vater habe ich dann auch eine Zeit lang dann noch über WhatsApp geschrieben und mit dem war ich auch vor ein paar Tagen noch in Kontakt. Die haben jetzt ein Au-pair auch aus Deutschland gefunden und haben mich ganz herzlich eingeladen, sie zu besuchen, wenn ich mal in Kalifornien bin. Das fand ich auch total lieb. Der Gastfamilienvorschlag kam am 13.09. rein. Das waren ja jetzt relativ wenige Gastfamilienvorschläge dafür, dass es eigentlich doch ein relativ langer Zeitraum war. Mir wurde oft gesagt, dass das an meinem Alter liegt, weil ich erst am 19. September 18 geworden bin und viele Familien eben nicht nach Au-pairs schauen, die quasi noch als 17 eingetragen sind. Dann dachte ich mir, okay, dann wird es wohl nach meinem 18. Geburtstag abgehen. Und tatsächlich, einen Tag nach meinem Geburtstag, kam dann ein Gastfamilienvorschlag rein. Die Familie kommt aus Seattle, Washington, besteht aus einer Host-Mom, einem Host-Dad und 4 Kindern. 2 Jungs, die sind 13 und 11 und 2 Mädels, die sind fast 4 und 6. Letzter Gastfamilienvorschlag kam aus Chicago, Illinois. Und besteht aus einer Host-Mom, einem Host-Dad, einem 6-jährigen Jungen und einem 2-jährigen Mädchen. Mit dieser Familie habe ich auch noch telefoniert, war allerdings so ein bisschen vorbehalten, weil ich da schon mit meiner Gastfamilie telefoniert hatte und eigentlich schon sehr denen zugewandt war. Dem Vater habe ich mich auch total gut verstanden, die Mutter kam dann auch dazu. Und ich hatte noch eine Gelegenheit, mit dem alten Au-pair von ihnen zu sprechen. Letztendlich haben wir dann gesagt, wir bleiben in Kontakt. Und der Gastvater hat mir dann aber auch einige Tage später abgesagt, weil sie ein älteres Au-pair haben wollten wegen dem 2-jährigen Mädchen. Das war für mich aber jetzt nicht so schlimm, weil ich eh schon mit meiner Gastfamilie in Kontakt war. Die Eltern sind beide Ärzte und ich habe mit denen zum ersten Mal telefoniert und war einfach geflasht. Ich habe zuerst mit der Gastmutter telefoniert und später kam dann noch der Vater dazu. Und wir haben auch über eine Stunde telefoniert. Und das war tatsächlich das erste Interview, bei dem ich das Gefühl hatte, dass es wirklich darum geht, mich kennenzulernen, dass sich die Gastfamilie wirklich mit mir beschäftigt hat. Die Host-Mom hat mich wirklich viele Fragen gestellt, so über mich, weil sie meinte, sie möchte sich vorstellen, wie ich lebe, wie mein Leben aussieht so und was ich für ein Mensch bin. Und das war total neu für mich, weil ich wirklich noch keine Gastfamilie hatte, die so interessiert an mir war. Und die nicht so waren, so, ja, ja, okay, wann könntest du kommen? Okay, ja, dann cool, wir bleiben in Kontakt. Sondern es ging wirklich darum, mich kennenzulernen. Und im ersten Interview ging es tatsächlich auch nur um mich. Nach diesem Interview hat dann meine Gastmutter geschrieben, dass es ihr sehr viel Spaß gemacht hat, mich kennenzulernen. Und dass sie sehr gerne mein Video den Kindern zeigen möchte. Und wenn die Kinder sagen, das klingt gut, dann hätte sie auch gerne, dass ich die Kinder kennenlerne. Dann war es so, dass ich am nächsten Tag einkaufen gehen wollte und im Auto saß und auf einmal eine Nachricht von der Gastmutter bekommen habe, ob ich kurz telefonieren könnte, weil die 6-Jährige mich gerne kennenlernen würde. Dann habe ich auf dem Lidl-Parkplatz kurz mit einem Gastkind telefoniert. Sie war auf jeden Fall mega putzig und ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Das war auch beim ersten Interview so, dass ich einfach ein gutes Gefühl hatte. So. Dann haben wir also nochmal telefoniert, dann habe ich auch die anderen Kinder alle kennengelernt, konnte eben nochmal viele Fragen stellen, auch von meiner Seite. Ich habe dann auch mit dem vorherigen Au-pair 3 Stunden lang telefoniert und habe da auch ganz viel über die Familie noch erfahren und konnte mir wirklich meine Gedanken machen, ob das für mich in Frage kommt.
Ja, und dann haben wir nochmal telefoniert und dann ging es schon so ein bisschen ums Matchen. Und dann ging es eben darum, dass meine Mutter die Familie total gerne noch kennenlernen wollte. Dann haben wir uns nochmal zum Telefonieren verabredet und meine Mutter konnte auch nochmal mit der Gastfamilie reden. Und dann haben wir am 29. September gematcht. Ja, und jetzt geht's für mich eben am 4. November nach Seattle. Ich bin wirklich total gespannt, wie das alles wird. Ich weiß, 4 Kinder sind eine Herausforderung, aber ich bin bereit, die anzunehmen. Und dann werde ich euch auf jeden Fall auf der weiteren Reise mitnehmen. Falls ihr noch weitere Fragen habt zum Ablauf, zum Matching oder zu den Interviews, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Sonst lasst mir gerne ein Like da, drückt den Follow-Button und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Tschüss!